So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Let's Show zu Path of Exile. Ja, ich habe ein bisschen gespielt, weil es ist extrem schwer gewesen hochzukommen und der Arc Totem, der macht extremst wenig Damage und ja, deshalb habe ich das euch erspart und zeige euch jetzt direkt den Arc Totem. Weil sonst hättet ihr noch ganz, ganz lange Videos müssen schauen, bis es geht. Also, geskillt habe ich jetzt bisher hier hoch und hier runter. Und, weil das nur 2 Cast Speed Increased für die Totems ist, gehe ich jetzt hier rüber und nehme Expertise. Da bekomme ich noch mehr Cast Speed durch hier die Haste. Da fehlen mir noch ein paar Decks da. So, oh, leider schwach. Neue Items habe ich, glaube ich, nicht reingetan. Da haben wir noch die 0815 Item. Außerdem habe ich irgendwo ein Unique gefunden und eines, das ich sehr gerne habe und endlich wieder habe, weil ich habe ein paar verschenkt. Quill Reigns. Zuerst einmal, what the fuck, so wenig Damage, aber so schnell. Für was ist denn das gut? Das sind für die Leute gut, die Skills um den Cast bei kritischen Treffer. Casper, Critical Hit Sachen, also Zauber und so Sachen verwenden sehr, sehr gut. Weil die brauchen kein Damage, die machen Schaden mit Zauber, die sie eben mit den mit Barrage oder sonst irgendwas auslösen. Und jetzt habe ich es wieder gefunden, leider nicht so gut, aber ja, für den ersten, den ich wieder habe, ist es recht gut. Ja, außerdem habe ich hier ein Ding geholt, oder ich habe mich schon drin gehabt, glaube ich, aber der hat Blood Magic und ja, ich weiß nicht. Wir könnten ihn mal austesten. Also wir könnten ihn mal austesten, dafür mache ich jetzt den mal hier rein. Mal den rein hier. Einfach mal testen, wahrscheinlich werde ich zu viel Leben verlieren. Aber genau. Wir testen es mal aus und dann sind wir ein bisschen stärker. Okay, aber Blood Magic ist schon ein gutes Ding für Leute, die viel Leben haben und Lebensregeneration. Also einfach mal kurz testen. Mal schauen, wie viel aus ich Schaden erleide. Ich möchte gerne noch kurz kämpfen. Ja. Lebensregeneration sollte höher sein. Also es ist nicht so gut. Auch der Damage wird irgendwie nicht ganz so viel hoch, wie es aussieht. Geht's nicht. Viele Mana kosten, das geht ja aufs Life dann. Aber so, jetzt mal kurz T dann drücken. Aber zuerst muss ich mal kämpfen hier. Also es ist jetzt richtig chillig zum Kämpfen, aber momentan macht es noch zu wenig Damage. So, T drücken, genau. Ja, jetzt ist die Mana-Regeneration wieder besser durch Clarity. Was wir machen können, ist hier das mitnehmen und dann mit dem Alchemie-Orb besser machen, also zu Rarity machen, aber ja, ich habe momentan gar nichts dabei. Das nicht später dann mal. Ich hoffe, es ist gut mit der Lautstärke jetzt, weil ja, irgendwie hat sich mein Headset, also die Lautstärke-Einstellung des Headsets, ein bisschen auf 0, also auf 1 runtergetan und deshalb hatte ich so wenig Lautstärke beim Mikrofon. Die haben meine Totems zerstört, dafür werden sie jetzt gezwischt. Jetzt werden sie getötet, komm schon. Ah, das ist der. Okay. Ich wusste, ich habe irgendwas Gelbes gesehen und dann nicht. Da hat er wieder gesehen. Ja, Polter Scrolls muss ich nicht mitnehmen. Das ist jetzt nicht nötig. So, jetzt haben wir hier den Akt 2 Boss nochmal. Ich bin natürlich ein bisschen weiter. Ich bin Akt 3 hier am Marktplatz. Aber ich habe keinen. Also ich müsste den Weg noch machen. Ich
Hab damals Rage quittet, weil ich einfach nicht weitergekommen bin so bei einer Statue, die so extrem viel Leben gehabt hat. Und ich habe natürlich keinen Schaden gemacht mit meinen Totens. Und Schaden mit meinen anderen Sachen kann ich auch nicht mehr machen durch den Passiven. Ja, wie lange gehst du? Oh. Irgendwie haben die das ein bisschen erhöht, das ist länger geht. Also ihr seht, das geht richtig ab. Irgendwie geht es bei dem ein bisschen schneller. Obwohl er sehr viel Leben hat. Oh, jetzt geht er weg, jetzt geht er weg. Komm wieder hoch. Bitte, komm schon. Ja, das ist Fall Summon Skeletons. Das ist richtig genial. Eines meiner Lieblingsfallzauber. Wow, schaut euch den Damage an. Wow. Auch nichts Gescheites. Jetzt habe ich mich schon gefreut über ein neues Unique. Aber die wurden auch irgendwie seltener, oder kommt das so vor? Was ist das? Was ist ein Tortukasch? Das ist ein Helm. Kurz schauen, ich weiß da nicht mehr genau. Ja, ein Helm. Leider nicht so gut. Schade. So, zurück auf R. So, ja. Verkaufen. Ach, es bringt immer so wenig. Ich habe so Zeugs schon unendlich viel. So. Ja, weglegen. Ja, hier habe ich dann noch Magic Find Handschuhe. Kurz zeigen. Die haben sehr viel, 46%. Dafür ein bisschen langsamer, dafür aber Resistenzen. Die kann ich wieder reinlegen, die mache ich hier oben. Jetzt mal kurz schauen, gibt es irgendwann mal ein neues Item? 50. Das ist besser. Hm. 15, 19, 5, 28. Da wäre schon ein bisschen besser. So. Jetzt habe ich aber Energy Shield nicht. Dafür Resistenzen. Ja, ein bisschen Energy habe ich schon. Dann Concentrated Effect. Ne, das brauchen wir nur für AoE Damage. Das hier. Mana. Life Regeneration. Es sind leider nur blauen Slots drauf. Hier unten hat es leider auch keine neuen Zauber. Aber ich kann Temporal Chains nehmen, aber ich habe ja minus Blitzresistenz, Fluch. Elemental Weakness könnte ich dann später auch nehmen, aber das level ich dann lieber später. So, Lightning Penetration auf Level 38 und Quantity auf Level 40. Jo. Also, noch kurz schauen hier. Hatte ich nicht irgendwo einen Arc, der besser war? Mit mehr Quantity drauf. Hm. So ein Blitz. Schauen wir kurz drüber. Da. Sieht ihr eher aus wie eine Flamme oder so etwas? Hm. Lightning Warp. Haben wir irgendwo einen Lightning Warp? Ja, hier ist Wahl Arc. Können wir aber nicht mit Toten verwenden. Gut. Und wir machen ja keinen Damage. Ja, leider nicht. Also, ihr könnt noch mal kurz schauen hier, ob wir ein Lightning Warp haben.
oder hier. Ja, Chance to Ignite, Flame Sarge. Wie hat das ausgesehen? So komisch. Ja, leider nicht. Ich habe alle verbraucht. Ich habe schon lange nicht mehr ein Lightning Warp benutzt. Ja, okay, das bekommen wir bald wieder. Brauchen wir jetzt noch nicht. Also, wir gehen jetzt. Akt 3. Ne, wir gehen von der Stadt aus. So, Potion kann man in der Stadt nicht verwenden, da müssen wir, ja, da müssen wir hoch herlaufen. Spell Damage, Spell Toten geht auch hoch Damage, gut, bald. Jetzt ist gerade momentan ein bisschen laggy. Tut mir leid. Das ist Fraps. Ja, das Spiel läuft leider auch nicht gut auf Fraps. Kommt auf die Engine drauf an und wie viel Internetleistung es braucht. Vielleicht auch ein bisschen an die RAM oder CPU. Eines von beiden ist bei mir ein bisschen kaputt. Oh, ein Scoring Orb. Sehr schön. Ich möchte eigentlich nur hoch, aber ich möchte kurz noch hier. Traveler Orb. Was ist denn los? Jetzt kommen plötzlich die guten Orbs. Ja, nicht schlecht. Als ich Lightning Damage reingemacht habe und das wieder in den Stab, ich habe einen Stab, die Sockel umwandeln müssen mit seinem Chromatic Orb. Und dann habe ich einen roten Slot Sockel gehabt und dann ging der Damage ganz hoch. Also ich habe hier noch den Lightning Damage gehabt, aber da auf einer anderen Rüstung und habe dann gemerkt, ja, es braucht noch ein bisschen mehr Damage und liebe den Lightning Damage nicht. Ich möchte gerne den Weg noch in die Ding haben. In die Lagerhallen. Wieso leckt es jetzt hier? Das ist eine Frechheit. Bitte aufhören. Es ist wichtig, ich möchte in Ruhe aufnehmen. Die leckt, die nerven nochmals ein jährliches Orb. Was ist denn los? Damage kommen. Man sieht es leider nicht, aber relativ wenig, also ja, sind relativ zäh, bei vielen Gegnern gehen sie manchmal kaputt, aber es ist schon gut, wenn sie jetzt schon zu stark sind. Ja, und wo ist jetzt bitte der Eingang? Nein. Ich möchte nicht getroffen werden als Templer-Charakter, als Totem-Templer. Weil mein Zeigefinger und nein, mein Mittelfinger ist ein bisschen entzündet auf der 2. Nein, Scherz. Ja, toll. Und jetzt? Oh, jetzt kommt der wieder. Aua. Der macht richtig Damage. Ja, es hat gleich noch geklappt. Oh, ein Ockrezepter. Ah, oh, bitte, was ist jetzt wieder los? Ist noch der Server überlastet oder was? Ich hoffe, es ist nur an meiner
Ding. An Fraps oder so. Also, ich möchte ja ein neues Ding. Ich muss es noch ausgiebig austesten. Ich hab's schon, aber eben austesten. Und dann bekommt ihr natürlich ruckelfreiere Videos. Weil Fraps ist auch schon uralt. Weil es keine Updates mehr gibt und so. Es ist nicht auf dem neuesten Stand von der Technik. Wow. Das sind viele. Oh, nicht die, die fliegen, springen können. Und noch mit extra Leben. Aber dafür gibt's ja nicht so gute. Nehmen wir alle mit und dann benutze ich sie mal kurz. So, jetzt geht's wieder anständig. Also es sind meistens nur kurz ein paar FPS-Einbrüche, dann ist es wieder sehr gut. Also die FPS sind momentan auf 44 hoch. Bleiben auf 44, ja. So 42, 45, so ungefähr. Ja, zu wenig Damage natürlich. So, jetzt möchte ich hier mal das noch hoch machen. Da drüben nächstes Jahr, ja. 20 mehr geht nicht. So, und die auch hoch. 11, 12, 13, 14. Jo. Also machen wir weiter hier. Nicht wieder lecken, bitte. Okay, ich mache. Ja, ich kann nichts mehr runterstellen. Wieso ist die Resolution so komisch? Ah, wahrscheinlich wegen dem. Mit dem. Ja, wegen der Fenstermodus. Das kann man leider nicht ausmachen, aber das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Screenshake. Ich weiß nicht, Screenshake sind wahrscheinlich die Leck. Also die. Die Ruck. Die Erdbeben. Aber jetzt habe ich eben 52, 60. Und jetzt plötzlich wieder auf 20 runter. Ach, ich verstehe es nicht. Also bald ist es vorüber. Da muss ich es nicht mehr verstehen. Aber ich hoffe, es ist einfach gut genug für meine Ansprüche. Für eure Ansprüche. So, wo ist hier der Vape? Ich muss mal in diesen Warnhäusern reinschauen. Mit Lex. Okay, das Bell dort braucht ein Level mehr. Ja. Schade. Okay, ist nix. Ich möchte schon alle Waypoints haben. Also bei vielen Monstern, da tue ich mich sofort tasten. Da habe ich zwar ein bisschen mehr Mana, aber bald haben wir mehr Mana. Ich werde da ein bisschen noch holen. Im Templar Area gibt es einen guten Slot. Und zwar den hier unten. Da ist 22 Crystal Maximum Mana. Und Mana kostet hier noch 8%. Also richtig fett. Ja, genau, teleportiert euch. Das ist wieder ein bisschen lecky. Kann man hier nicht dran? Hm. So. Also ich bin oben. Dann suche ich den Waypoint dann später mal. Weil ja, es ist ja langweilig ein bisschen. Oh, und Phase Casting geht auch bald hoch. Wenn wir dann noch einen blauen Slot haben, können wir das mal reintun. Dann ist das Ding auch noch schneller. Mal kurz schauen. Ja, es braucht noch ein bisschen Dex. Schade.
Hey, was ist jetzt hier los? Hey, Grinding Gear Games, bisschen die Performance hochstellen. Vor allem die Ladezeiten am Spielstart und so ein bisschen höher stellen. Wenn nicht die langsameren PC oder eben wie bei mir, wenn ich hochlade und so, müsste ich ungefähr 5 Minuten warten. Also, ne, 3 Minuten ungefähr. Aber es ist richtig nervig. So, weg damit. Ich will keine Lags. Weg mit diesem, mit dieser Area. So. Ja, leider hier auch. Ja, tut mir leid. Ja, hier. Also jetzt seht ihr dann den kleinen Popol, da ist er. So eine kleine Statue, die ist so niedlich. Bitte nicht auf mich, dankeschön. Wow, der Damage jetzt. Oh, das ist ein viel größerer Damage, als ich hatte. Und da war ein Lightning Strike setzt ein. Okay. Seekslip, ah, blau, la, schade. Die wären gut gewesen. Ja, die Mana-Kosten sind momentan hoch. Jetzt geht's wieder besser, jetzt geht's wieder schlechter. Also ich sage jetzt nichts mehr, sonst meint Fraps, es müsste laggen. Ein Cone-Helm. Ja. Müsste 5 Linke sein. Hier die Quest habe ich schon gemacht mit dem Market Seaver. Jetzt müsste ich hier links wahrscheinlich. Das ist nichts. Es ist so lucky. Da sind die Market Seavers. Ah, auch 33. So, seid ihr hier? Oder? Ja. Genau. Das ist eine optimale Area. Da gehen wir nicht rein. Also, kurz besuchen. Ich will noch mal wissen, was das genau war. Das war, glaube ich, mit den komischen Magiergegnern. Ich habe jetzt über 500 Stunden laut Steam gespielt, dieses Game. Und da seht ihr mal, wie groß dieses Game ist, also wie viel Zeit man investieren kann. Muss man natürlich nicht, wenn man schneller spielen will und so, muss man natürlich nicht so viel Zeit investieren. Aber ich spiele extrem langsam, also eher Magic Fan und so. Und halt ohne andere Spiele. Außer es wird ein Spieler natürlich spielen. Aber eben. Da die meisten anderen Spiele, die so Action-Run spielen, mit mir spielen, eher Diablo 3 spielen, ja, bin ich da nicht so aktiv hier. Und Community. Okay, interessante Ebene. Dann ist es nicht der Tempel mit den Eisgegnern, den Eiskals. Ah, der kommt wahrscheinlich später in diesem Labyrinth. Ja, 3 mochte ich schon nie, also blöde Gegner. Zu zähe Gegner vor allem. Ah, seht an, da machen ein paar Wirbelwinde. Oh, Superior Lightning Strike, wie nett. Auf wie viel? Sieben.
fast wieder Level Up, da freue ich mich auf Hast. Dann leckt es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, also ich weiß nicht. Ja, hier ist recht stark. Gute Gegner. Jetzt kommen noch Spinnies. Die Spinnen, die Spinnies. So, jetzt hier. Wow. Ich freue mich. Ja, jetzt hier die Aura wechseln. Ich hoffe, das geht gleichzeitig. What the fuck? So, jetzt. Was auswechseln? Hast. Oh, nur noch 14 Mana. Ja, dann Clarity. Du gehst hier hin und du gehst wieder hier hin. Oder ich mach die hier hin und den hier hin. So, jetzt sind wir schneller. Ich hoffe einfach, dass mit dem Mana geht, weil jetzt müssen wir noch ein bisschen Mana skillen. Es geht auch wieder ein paar Levels. Bisschen blöde. Autsch. Ja, es geht noch nicht. Mist. Wir verlieren so viel Mana. Ja, es geht schon ein bisschen, aber nicht allzu schnell mit dem. Toten beschwören. Aber bringt das auch etwas? Ja, bringt wahrscheinlich nicht so etwas. Keine Ahnung. Schade. Ich hätte gedacht, das bringt auch, weil es ja auch Monster sind, aber wahrscheinlich ist das eben kein Monster. Was ich noch machen könnte, ist ein bisschen Summons schwören. Zombies zum Beispiel. Oder was ist gut? Also ich werde jetzt hier wieder wechseln. So. Ist nur ein bisschen schneller. Wir leveln jetzt den und tun dann eine Reduced Mana rein und Gemme rein und dann geht's vielleicht bald. Ich freue mich. Mal ein bisschen links gehen noch. Ja, jetzt ist dann gleich fertig. Mit dem Part, aber eben. Ich werde wieder aufnehmen, sobald ich das neue Programm habe. Und dann komm, geht's ja weiter. Ein Fusing Orb, sehr gut. Die haben recht viel Leben. Ein Tribal Circle, leider nur 3 Sockel. Ja, scheinbar haben wir fast alles. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Schauen. Tschüssli.